eigentlich jeden Tag hier, also hunderte von Leuten versucht haben, das hier sozusagen sicherzustellen, dass hier die Polizei nicht durchkommt. Also alle Zufahrtsstraßen waren blockiert. Und die Polizeistation, wie ihr wisst, ist genau hier vorne. Und es gab aber tatsächlich so fast jeden Tag Auseinandersetzungen und Konfrontationen. Es sind alleine an diesem Punkt 16 Jugendliche gestorben. Also es gab keinen einzigen verletzten Polizisten und es sind 16 Menschen gestorben. Und also, hunderte verletzt. Monate vergewaltigt worden, also ist tatsächlich so... Ja, gewaltig, ja. Ja, richtig krass. Also eine der krassen Menschenrechtsverletzungen in der letzten Jahre in Kolumbien. Gab es international irgendwie eine Resonanz, oder? Ja, ja, klar. Ich hatte ich glaube nicht so, vielleicht weil es Corona war, aber habe ich nicht so... Es war genau noch zu Ende der Corona-Zeit. Das Weltfinale letztes Jahr war Corona. Also, ja,